Wandertag in Niedersachsen. Damit herzlich willkommen, liebe Leute, hier heute Morgen aus Hannover. Ja, willkommen beim Megamarsch Hannover. Hier der Startbereich. 50 Kilometer in 12 Stunden ist die Herausforderung. Und ich bin heute hier angetreten, natürlich wieder mit dem Walter. Walter braucht nochmal eben hier seine Motivationszigarette. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt. Wir machen ja am ersten Mal hier bei diesem Veranstalter mit. Das wird Megamarsch mitlaufen. Das Wandern ist ja das Gleiche, das kann ja nicht anders sein. Aber wir sind schon sehr gespannt auf die Verpflegungsstation. Dann im Gegensatz zum Mammutmarsch wurde hier vorher schon bekannt gegeben, was es da gibt. Und da gibt es richtig was auf dem Teller, hätte ich fast gesagt. Auch was Warmes, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da freuen wir uns natürlich schon drauf und sind ganz, ganz gespannt, wie es gleich losgeht. Eine halbe Stunde ist zu früh hier. Aber das macht ja nichts. Ein bisschen sammeln, jetzt mal von der Autofahrt erholen. Bin ja schon 2 Stunden unterwegs gewesen. Wir gehen auch mit der Bahn angereist, weil es ja deutlich entspannter ist und von den Kosten sogar bald günstiger als bei den Spritpreisen hier mit dem Auto zu fahren. Und umweltfreundlicher ja sowieso. Aber die Bahn hätte mich heute Abend nicht mehr nach Hause gebracht. Der letzte Zug fährt hier 20.30 Uhr und das ist mir zu unsicher. Wir starten 9.30 Uhr, hatte ich 11 Stunden Zeit mit Pausen und hier weg und zum Bahnhof und hast nicht gesehen. Und das schaffe ich nicht. Und darum sicherheitshalber mit dem Auto. Und jetzt warten wir, dass wir einchecken können und dann geht's gleich los. 50 Kilometer, also mega Reicher. Seid ihr da? Habt ihr Bock? Ja! Vier, drei, zwei, eins. Bitteschön, viel Spaß! Das Team Megamarsch bringt euch gleich die Bande. Ganz viel Spaß. Wir haben die nächsten 50 Kilometer hier in Hannover. Ja, wir sind jetzt pünktlich hier 9.30 Uhr gestartet und laufen jetzt mal einfach hinterher. Wir sind ja überhaupt nicht ortskundig. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr in Hannover und der Gegend hier schon gar nicht. Am Messegelände startet das hier. Aber ist ja wie bei den anderen Laufveranstaltungen, Wanderveranstaltungen auch einfach hinterher. Die vor uns kennt den Weg. Alter, der erste Schritt ist getan. Das ist ja motivierend. Noch 49 Kilometer. Uns fällt gerade hier auch zwischen Kilometer 4 und 5. Wir werden ständig fotografiert. Wir werden geblitzt, ob wir zu schnell laufen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, Walter, dass hier die Geschwindigkeitsmessung bei Fußgängern gemacht wird. Ich weiß es nicht. Wir werden ständig fotografiert. Ich muss mal fragen. Immer diese Leute mit einer Kamera. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. So, können wir uns aufladen hier mit Pilz. Ja, nach gut 8 Kilometern, 1,5 Stunden jetzt hier, wir sind ganz flott unterwegs. Mit knapp 6er Schnitt haben wir die Gruppe vor uns aufgelaufen. Hier wird ja nicht wie beim Mammutmarsch in 30 Minuten Abstand gestartet, sondern hier beim Megamarsch ist 15 Minuten. Und so ganz langsam sind wir nicht. Wir sind vorne in der Startgruppe gestartet, da kommt man ja gut weg. Wenn man weiter hinten im Starterfeld startet, dann knubbelt sich das erstmal. Aber hier haben wir gerade gesehen, knubbelt sich das auch gleich wieder, weil wir jetzt die Gruppe vor uns auflaufen. Aber dann gibt es gleich was zu essen, Walter. Ja. Nach Hause. Ja. Bei knapp 11 Kilometern, nach 20 Minuten oder so, da freuen wir uns. Mal gucken, was der Veranstalter hier so anbietet. So, Kilometer 10. Wollt ihr ein Foto zusammen haben? Oh ja, gerne. Oh ja, das wäre super. Tippitoppi. Oh, warte. Da ist ja gleich die erste Verpflegungsstation, aber einige haben sich schon gedacht, hier schön im Schatten, im Wald. Was
da freue ich mich schon ein bisschen früher. Gleich gibt es was zu essen. Ja, mittlerweile Kilometer 13 sind es knapp, muss mal gucken hier auf dem Tacho. Und hier sind wir doch schon gut 2 Stunden unterwegs. Haben wir mal Hunger hier aus Marmeladenbrot, was hier versprochen wurde. Und da wird's was. Da gibt's jetzt was. Futter. Energie. Das ist auch noch ein elektronischer, wenn ich so lange warten kann. Den Rest bedienen wir natürlich hier gern persönlich. Dankeschön. So, dann schauen wir mal, wie das hier beim Megamarsch abläuft. Heißgetränke. Gut. Gerne. Wir nehmen das Fischkiss. Schmeckt auch gut. Beide schmeckt auch gut. Ja. Kaffee? Ja. Aus dem Eimer. Kalter Kaffee. Ja, dann haben wir bald doch richtig gelesen hier. Ist was zu essen. Haben mir lecker Käsebrote geholt und so ein Coffee-Shot. Kalter Kaffee. Koffein. Bin ja auch eher der Würzige. Darum bin ich ganz happy. Gibt's Erdnüsse. Ja, ich habe jetzt den Verpflegungsposten hier ordentlich ausgenutzt. Ich habe 6 Käsebrote gegessen. Jetzt gehen wir gerade wieder weiter. Da sehe ich hier den Stand mit Meckbrötchen, den man vorher gesehen hätte. Ne? Man entdeckt bei solchen Veranstaltungen immer wieder was Neues. Und der Walter hat gerade seine Hosenbeine abgezippt, weil das ja so warm ist hier draußen. Und jetzt zeige ich euch mal, was der sich hat machen lassen. Ich fasse es nicht. Muss ich ja wahrscheinlich nachziehen. Der hat sich das Mammut auf die Wade tätowieren lassen. Ist das ein Abziehbild? Nee, das ist recht richtig, Walter, oder? Das ist schon richtig. Das ist ein richtiges Tattoo. Ne? Geht das in einer Sitzung? Ja, ja. Da sehe ich mich schon mal, Tätowierer. Ja, Zwangspause nach 16 Kilometern, glaube ich jetzt, ne? Und jetzt nach dem Bahnübergang für uns eine ganz ungewohnte Situation, weil es läuft keiner mehr vor uns. Wir müssen selbstständig den Weg finden. Ob das was wird und alle laufen hinterher? Kriegen wir hin. Das ist aus der Perspektive ja ganz schön anzusehen, wenn man die ganzen Leute sieht, die vor einem laufen und so optisch. Allerdings für uns zum Wandern haben wir gerade festgestellt, ist doch schöner, irgendwie durch den Wald zu laufen. Wenn man irgendwie so ein paar Kurven hat und jetzt nicht so ewig weit vorausschauend gucken kann oder muss, dass man immer gerade ausläuft. Hier hat die Dorfbevölkerung sich an die Straße gestellt, um es anzufeuern. Tippitoppi. Tippitoppi. Reicht, haben wir noch. Fast die Hälfte.
Walter, unser Mittagessen. Hast du einen Grill dabei? Oh, schnell weg, der Tierschützer anbissen. Ja, jetzt knapp 23 Kilometer, wie lange sind wir unterwegs, Walter? Gut 4 Stunden, knapp 4,5 Stunden. Jetzt Verpflegungspunkt 2. Sind wir mal gespannt, ob sie wieder Käseschnitten. Die waren echt lecker. Und diesmal habe ich die Augen offen, ob da wieder jemand Bettbrötchen verkauft, dass ich das erst sehe. Nicht erst, wenn ich satt bin. Ja, guck mal, das fängt doch direkt vielversprechend an hier. Zu trinken gibt's was. Aber ich gehe erst mal alles angucken. Erst mal einen Überblick verschaffen. Besser ist das. Käsebrot gibt's hier. Nee, kein Bock. Nee, Käse ist nicht, aber hier haben wir mal Düsen. Käse. Dankeschön. Kann das Kaffee auf die Dosen wieder aus der Seite? Ja, Kaffee. Guck mal, hier vorne gibt's einen Kaffeeshot in der Mitte. Genau. Der muss schon mal auf. Nee, mach die. Schau rein. Hm? Stand habe ich jetzt nicht verpasst. Es gibt keine. Mit der Käsestulle. Ich habe meine Trinkblase gerade aufgefüllt. Das ist alles, was fehlt. Ich habe das in der Flasche nachgeschüttet. Ich muss mehr trinken. Obwohl ich auch noch Cola dabei hatte, habe ich auch schon getrunken. Walter hat sich schon alkoholfreies Radler besorgt hier. Ja. Ein bisschen Werbung machen hier. Das bräuchte ich auch noch. Bei Stullen Stefan Leutler. Jawohl. Na, willst du? Dann komm her, von mir. Von mir, komm her. Nee, zu viel Kalorien. Kalorien? Ja. Aber nicht groß, stark. Zu viel Gewicht. Ja, das war jetzt Verpflegungsposten 2 nach fast der Halbzeit. Und da freuen wir uns auf den dritten, ne? Wir sind noch gar nicht vom zweiten los. Weil da gibt es Suppe, hatte ich ja noch nie bei der Wanderung. Dass mir hier ein Eintopf gereicht wurde. Bin mal gespannt, was wir da kriegen. Eine schöne Kulisse, in der wir heute unterwegs sind. Ja, so langsam kommen wir hier in die Höhenmeter sozusagen. Ne? Was haben wir gesagt? Ich glaube, Kilometer 30, ne? 25 waren es ja gerade. Kommen wir hier einmal über den Deister, ist das hier wohl die höchste Erhebung in Hannover. Schauen wir mal, das lassen wir überraschen. Schöne Gegend, in der wir jetzt hier unterwegs sind auf dem Megamarsch Hannover. Nach, was sind das jetzt, knapp 30 Kilometern. Und jetzt haben wir ein bisschen durchatmen. Der Walter ist ja so eine kleine Rennmaus. Ne? Ich persönlich würde ja langsam mal so eine Steigung rauflaufen, aber ich bin ihm ganz dankbar, dass er mich mitzieht, dass wir da gut vorankommen heute. Puh. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Es ist ja ein richtig sonniger Frühlingstag heute, aber es sieht schon so ein bisschen nach Erfrischung da hinten am Himmel aus. Und da werden wir gar nicht mal böse. Also wäre es nicht böse, so ein bisschen ein paar kalte Tropfen Wasser auf den Kopf zu kriegen. Wir haben jetzt mittlerweile auch Halbzeit in den Höhenmetern hier überschritten. Wir sind jetzt bei Kilometer knapp 29 und haben jetzt 163 Höhenmeter, 147 müssen wir noch. Oh, jetzt gibt es erstmal Tiefenmeter, ne? Ich gehe erstmal runter. Die zählen natürlich nicht mit. Nur die Meter rauf zählen wir als Höhenmeter. Ja, es wird ein bisschen windiger hier beim 30-Kilometer-Schild. Und
kommt gleich was runter. Wie war das noch bei Gewitter? Soll man sich möglichst auf dem freien Feld aufhalten, ne? Damit man vom Blitz getroffen wird. Aber das ist ja ein Hügel, da können wir schnell hinlaufen. Ja, jetzt nach gut 30 Kilometern kommen wir hier zu Verpflegungsposten 3. Ich habe ihn auch Verpflegungsposten Linsensuppe getauft. Denn hier gibt es ja einen Eintopf. Hatten wir beim Mammutmarsch ja jetzt nicht angeboten bekommen. Jetzt im Vorfeld habe ich mich schon mal ordentlich gefreut, dass es sowas gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt richtig Hunger auf einen Eintopf habe ich nicht. Walter, du? Nee. Schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Tannen, Bananenäpfel, süße Backwaren, Salzstangen, Fruchtgummi. Und hier gibt es Linsensuppe. Ja, willst du auch eine? Oder ein und Becher? Ja. Ein bisschen Kohle, es klebt dich halt so fest. Nur ein Schluck? Nee, ruhig ordentlich. Wie schäumt das so? Nee, das ist okay. So ist gut. Danke. Gerne. Banana. Da geht schon direkt wieder weiter. Hier muss eine kleine Pause gemacht, weil wir wissen ja aus Erfahrung, wenn wir zu lange sitzen, oh, hier muss man Müll mitnehmen, ich mache eine Bananenschale. Wenn wir zu lange sitzen, dann wollen die Beinchen nicht mehr. Bei mir jedenfalls. Dann werden die Oberschenkel schwer und hat man keine Lust mehr. Darum gar nicht so lange Pause machen, direkt weiter. Hier geht es nochmal so ein bisschen hügelig nach oben. Und auf der anderen Seite bestimmt auch wieder runter. Hier wohne ich. Wie, hier wohnst du? Ja, bei meinem Neffe. Kommt gleich bei mir am Auto vorbei. Ja, der Walter hat gerade erzählt, dass er hier untergebracht ist für die letzte Nacht und jetzt die kommende Nacht, damit er nicht so weit fahren muss. Er kommt ja aus Aachen. Und das heißt, sein Auto steht ja hier in der Straße. Da kommen wir natürlich in Versuchung. Walter, fahr mich schon mal weiter mit dem Auto. Nein, natürlich nicht. Aber es wird da richtig flott hier. Noch flotter. Ja, der Walter mit seinen 70 Lenzen ist gerade wie so ein kleines Kind hier losgespurtet und ist hier untergebracht und wollen mal eben Hallo sagen. Hallo. Hallo. Genau. Hallo. Ich denke, kenne ich doch den. Immer diese jungen Rentner, ne? Der rennt er mir einfach hier weg plötzlich, fängt ja an zu spuren. Und ich sag halt immer diese jungen Rentner, rennt mir plötzlich weg hier. Danke. Bis später. So. Endspurt, Walter. Ja. Ja, jetzt kommt der Regen, da haben wir schon mit gerechnet. Jetzt ist er da. Aber ganz ehrlich, jetzt nach knapp 35 Kilometern tut das auch eigentlich ganz gut hier. So eine kleine Abkühlung, ne, Walter? So ein bisschen. Ja. Bisschen, das ist ja kein richtiger Regen, das tröppelt so ein bisschen. Gut erfrischend jetzt hier. Das reicht auf der Seite. Weiter geht's. Keine Fotos mehr. Mit dem Wetter haben wir jetzt wieder Glück gehabt. Das war wirklich nur so ein bisschen Geniesel. Ein paar Tropfen vom Himmel gefallen. Und jetzt suchen wir schon wieder Schatten hier, weil die Sonne so unerbärmlich auf uns runterstrahlt. Also warm ist das gar nicht. Ne? Das steht da 18 Grad, glaube ich. Ne? Wir haben es jetzt 17 Uhr, sprich, wir sind jetzt 7,5 Stunden unterwegs und knapp 40 Kilometer. Ach, wo schnell du bist. Haben wir natürlich genau getimt, ne, dass wir hier an den Bahnübergang kommen, wenn die Schranken wieder hochgehen.
alles Planungssache. So, Verpflegungspunkt 4 ist erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie so um die 40 Kilometer haben. Und ich muss sagen, ich merke das schon so ein bisschen. Mein persönlicher Akku lässt so ein bisschen nach. Der Walter, wo ist er überhaupt? Der Walter macht schon wieder hier die Rennmaus. Man merkt ja schon bei vielen Leuten jetzt hier so, der Anfangselan ist schon so ein bisschen verpufft. Ne? Alle gucken schon ein bisschen angeschlagen. Also alle nicht, aber viele. Ich ja auch. Ja, und jetzt hier auch das 40 Kilometer Schild. Haltet durch. Machen wir natürlich, ne? Endspurt, Walter, ne? Endspurt. Endspurt. Schaffen wir auch noch. Ja, genau. Ja, das ist doch mal hier von den Bewohnern hier mitgedacht. Wirklich nett, wirklich lieb. Ich kriege mir ein Grinsen ins Gesicht und läuft doppelt so schnell. Ja, Walter? Das bringt uns jetzt nach vorne, ne? Ja. Eine Motivation hier. Ja, wir laufen schon einige Kilometer jetzt hier durch die Stadt Hannover. Ist natürlich landschaftlich nicht so ansprechend, wir sind irgendwie wieder zum Startbereich zurück. Das ist ja unser Ziel. Und ich denke mal, dass es so weitergehen wird, weiß ich nicht. Aber ob wir wieder ins Grüne kommen, wir kennen uns hier ja nicht aus. Darum jetzt ein bisschen weniger Bilder hier auf den letzten Kilometern. Ja, liebe Leute, wir sind so langsam jetzt hier auf den letzten 5 Kilometern und wir ist jetzt nicht mehr der Walter, der ist mir weggelaufen. Das ist jetzt der Michael, den habe ich jetzt hier gerade getroffen. Hi. Der Michael und ich, wir sind nämlich Leidensgenossen. Wir sind ein bisschen unterzuckert gewesen. Mir wurde vorhin ein bisschen übel und ich habe so einen klassischen Fehler gemacht. Ich habe einfach zu wenig gegessen. Ne? Ich sollte es eigentlich besser wissen, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Aber das war wahrscheinlich auch die Falle, dass ich einfach gedacht habe, ja komm, läufst du mal eben zu Ende hier. Und fertig? Nee. Also ich halte es hier als 51-Jähriger, muss dann auch schon regelmäßig mal Bütterchen essen, damit er was wird. Ne? Siehst du wohl. Und er ist das erste Mal jetzt dabei hier und direkt 50 Kilometer. Genau. Megamarsch in Hannover. Das sag ich doch tippitoppi. Ne? Ja, auch 50. Jawohl. Ja, 50, genau. Fünf haben wir noch vor uns und die schaffen wir auch. Ganz sicher. Da sind wir uns ganz sicher. Und dann haben wir uns unsere Medaille verdient, unsere Urkunde verdient. Und wie heißt es so schön? Die Schmerzen vergehen. Der Stolz bleibt. In diesem Sinne geht's jetzt weiter. Ja, die letzten 4 Kilometer bin ich jetzt wieder allein unterwegs. Herr Michael ist völlig fertig. Er hat das dann halt noch nie gemacht und jetzt ist der Akku wirklich leer. Beine tun weh, keine Energie mehr. Aber er schafft das noch. Aber ich wollte ja auch noch den Walter treffen. Der ist bestimmt schon gleich im Ziel. Und darum, mir geht es jetzt deutlich besser. Und Leute, wenn ihr sowas mal macht und noch nicht gemacht habt,
lest die Hinweise vom Veranstalter, der weist ja ordentlich darauf hin und seid nicht so übermütig wie ich jetzt hier und denkt, ach komm, Essen wird überbewertet. Ist nicht so. Ja, verstrichene Zeit jetzt hier 9 Stunden 58 Minuten, also gleich 10 Stunden, noch 3,7 Kilometer und die 10 Stunden waren jetzt inklusive Pausen. Also ich habe das Gerät ja nicht gestoppt. Wir sind vor 10 Stunden gestartet um 9.30 Uhr, jetzt haben wir es 19.30 Uhr und da bin ich schon mächtig stolz drauf. Ne? Wenn ich jetzt nicht eingeknickt wäre, hätte ich es auch mit den Pausen in 10 Stunden geschafft, aber selbst schuld. Haben wir ja wieder ein Ziel, in dem man arbeiten kann. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, was mit dem Kollegen Michael da passiert ist, mit dem ich gerade ein Stück gewandert bin, der wirklich nicht mehr konnte. Also wenn du das hier siehst, Michael, dann schreib mir doch einen Kommentar unter das Video, wann du angekommen bist. Das würde mich wirklich interessieren. Und ich habe wirklich so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber wenn ich da stehen geblieben wäre mit dir, ich weiß ja auch nicht wie lange, dann wären mir die Beine schwer, da kann ich auch nicht weiter. Also sorry, war nicht böse gemeint. Jetzt muss noch wenige Meter bis zum Ziel und es mal Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen. Ich bin ja das erste Mal diese Megamarsch-Veranstaltung mitgelaufen und ja schon 5 Mammutmärsche in 3 verschiedenen Orten. Und da will ich jetzt nicht einen direkten Vergleich machen, was ist besser, was ist, hat der eine, was hat der andere. Auch beim Mammutmarsch gab es je nach Veranstaltungsort Unterschiede in der Verpflegung. Und beim Megamarsch hier kann ich nicht meckern. Also an VP3 gab es ja sogar Linsensuppe hier. Es gab vorher auch eine Info, was es an den VPs gibt. Das gibt es beim Mammutmarsch nicht. Das vergleiche ich doch ein bisschen. Na, egal. Nein, will ich jetzt nicht sagen, besser, schlechter. Schlechter ist für mich heute halt, dass ich hier schlapp mache ein bisschen. Bin ich ja selber schuld. Wenn ich hier rumjammer, dann meldet sich ja kein Mensch mehr an, der das hier sieht und das als Motivation angucken möchte. Nein, das kann man natürlich verhindern. Jedenfalls hat es mir super Spaß gemacht, auch mit dem Walter, der ist schon im Ziel. Ich habe gesagt, lauf mal weiter, lass dich von mir hier nicht bremsen. Bin jetzt unterwegs, 10 Stunden 45 Minuten, 200 Meter zum Ziel. Also irgendwie wie 10,50, irgendwie sowas wird das werden als Zeit. Darauf kommt es ja nicht an. Ne? Die Füße tun ordentlich weh, wie heißt das so schön? Schmerzen vergehen, der Stolz bleibt. Und ich sag schon mal Tschüss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich zeige den Zielanlauf natürlich gleich auch noch, aber ich denke, ich werde nichts mehr kommentieren. Jedenfalls danke, dass ihr zugeschaut habt. Wer den noch nicht hat, darf den Kanal natürlich gerne abonnieren und auch gerne meinen Live-Kanal. Links dazu in der Videobeschreibung oder gleich am Ende des Videos. Und das würde mich freuen. Kommentiert ganz fleißig eure Erfahrungen hier heute in Hannover, weil das 2. Mal ist, der Megamarsch hier stattgefunden hat. 50 Kilometer. Strecke war übrigens, so viel kann ich ja schon sagen, da kann man ja ein Bild machen, war okay, dass man hier relativ flach unterwegs war, waren so um die 180 Höhenmeter. Das ist auf die gesamte Strecke nichts. Und auch sonst vom Verkehr, man muss mal über Straßen drüber, muss jetzt ja auch natürlich zur Messe Süd, da sind wir gestartet, muss man natürlich auch durch die Stadt laufen. Aber wir sind ja durch das Naturschutzgebiet gelaufen, am Deister, auch ein Stück, glaube ich, Maschsee heißt das hier in Hannover, lang gelaufen. Also alles tippitoppi. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Spobo. Ciao. Ihr seid offiziell Mega. Auch an euch, merkt es hier uns. Die Zuhörer haben ihre Schlüssel. Jetzt habt ihr es geschafft. Und dürft die Füße wieder hochlegen, das habt ihr euch verdient. Genauso wie auch die Medaille. Jetzt bin ich ja hier. Alles da. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab's überlebt. Hi. Schon lange da? 50 Jahre. Raimund, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Weiter. Mit der Mittelausschnitt.
Freunde, Feierabend. Und bin ich froh, dass hier, das ist auch ein Pluspunkt für die Veranstaltung hier, denn jetzt doch im Vergleich der Parkplatz direkt im Start- und Zielbereich ist. Hier. Damit geht es jetzt nach Hause. Und ich denke, dass ich heute zu Hause angekommen bin, denn sonst hättet ihr jetzt dieses Video nicht zu sehen bekommen. Und ja, das stelle ich auch mal gar nicht in Frage, dass ich heute ankam. Dauert nur vielleicht ein bisschen länger. Also bis demnächst. Euer Spobo. Tschüss.